Wir sind zurück bei Sebastian Loeb Rally Evolution und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und natürlich ihr alle auch natürlich. Und natürlich, hey, da ist ein neuer, oder? Oder auch nicht. Wir werden heute erstmal gucken, was in Trios Riveres unterwegs ist. Wir werden nämlich jetzt die GP3R fahren. Bin mal gespannt. Getaway. Wenn es nämlich das ist, was ich glaube, was es ist, müssen wir wieder durch diese ganz engen Tore fahren. Und ich freue mich drauf, da mal wieder etwas hinzuhauen. So, Gold gibt auf jeden Fall zwischen 3.900 bis 14.000 Punkte. Wir werden natürlich die 14.000 Punkte mitnehmen und natürlich die 3.900 Ansehenspunkte. Mal schauen. Insgesamt müssen wir 3.000 Punkte machen. Mal schauen, ob es klappt. Und abhängig von der Zeit werden wir nochmal gucken, ob wir denn noch ein anderes Rennen fahren können. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier den Cleo nehmen. In der neuen Farbe, habt ihr ja vielleicht gesehen, schwarz-rot-gold wieder, aber mit einem anderen Muster. Mal gucken. Und ich glaube, diesmal alles in Chrom. Ich lasse mich überraschen. Oder wer seid, ich lasse euch überraschen. So. Ah, es ist ein ganzer Tag. Oh, und ich quatsche die ganze Zeit. So, Ladebildschirm war nicht so lange. Das heißt, wir werden wahrscheinlich alleine fahren. Das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht das Highlight schlechthin, aber ich dachte mir mal, ein neues Muster könnte sein. Wir haben ja immer noch unser Team, ne? Unsere Teamlackierung haben wir immer noch. Und wie ich es mir dachte, komplett alleine. Allerdings weiß ich jetzt nicht, was gemeint ist mit einem Renntag bei so einem Event. Ob wir da jetzt mehr als einmal fahren, weiß ich nicht. Also wir müssen hier durch die Tore. Boah. Klatsch. Und da haben wir auf jeden Fall schon mal gerade kassiert, warum wir da die 3000 Punkte machen müssen. Weil wir das richtige Tor nehmen müssen. Ich muss weitaus langsamer fahren. Damit ich hier ein bisschen besser reagieren kann. Wo wir jetzt schon immer 2600 Punkte machen. Mit der Geschwindigkeit hat das also nichts zu tun, die wir da durchfahren. Das heißt, wir können auch weitaus langsamer durch die ganze Barrikade fahren. Diese Gateway-Dinger sind super. Die machen echt Spaß. Und vor allen Dingen ist es so, wo geht's lang? Oh. Im Multiplayer würde mich das mal ja echt interessieren. Na gut, sagen wir es mal so. Wenn wir das mit Multiplayer fahren würden, mit Kollisionsabfrage, dann würde das reinste Chaos hier sein. Die Leute würden sich gegenseitig wegrammen, weil keiner bremst für den anderen. Aber so Geistrennen. Geistrennen könnte ich mir im Multiplayer sehr gut vorstellen. Leider gibt es diese Events nicht im Multiplayer. Habe ich zumindest noch keine Lobby für gefunden. So. 30 Sekunden noch. Ich muss 3000 Punkte machen. Das heißt, ich muss noch durch zwei durchfahren. 20 Sekunden. Das heißt, ich habe für jedes Tor jetzt nochmal 10 Sekunden. Oder auch nicht. Okay. Ich denke, ich soll 3000 Punkte machen. Ah, habe ich. Okay. Ja, ich weiß ja zwar jetzt nicht, wo die restlichen Punkte herkamen, aber hey, ich bin der Letzte, der sich darüber beschwert. Gut, dann auf zum Ladebildschirm und gleich zum nächsten Event. Wir überspringen mal das Menü, ne? Also, bis gleich. Gut, wir sind jetzt in Los Angeles und fahren Rallycross. Ich dachte mir, ja, Mexiko könnten wir jetzt fahren, aber ich will lieber das hier fahren. Und da vorne fährt ein... Ja, der gute Judas Swift. Passt der irgendwie? Gut, hier fahren wir jetzt nicht so schnell. Da kann ich auch mal auf die Perspektive fahren. Mehr als 90 Sachen kriegen wir eh nicht drauf. Boah, und dieses Schieben. Ja, also das Gateway-Rennen war echt gut. Ich habe aber keine Ahnung, wo die letzten 400 Punkte herkamen. Vielleicht, weil wir so viel Überschuss an Zeit hatten. Vielleicht wurde die noch mit drauf gerechnet. Und ich habe die Joker-Lab verpasst. Ah, guck mal, der Schwarze hier fährt auch mit verchromten Rot. Mit so einem schön chromten, verchromten roten Streifen. Der Nagi. Der alte Nager hier. Ach ja. So. Ich glaube, ich werde jetzt mal die Joker-Lab machen. Letzte Runde wäre, glaube ich, Quatsch, die Joker-Lab zu machen. Wenn wir vielleicht jetzt einen Platz verlieren, aber wir probieren es einfach mal. Problem ist natürlich hier, der Toyota fährt ganz gut. Das Problem wird auch sein, wenn er natürlich... Ne, er fährt nicht in die Joker Lab. Boah. Er ist nicht in die Joker Lab gefahren. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen Zeit verloren. Kommen sie. So, wir sind aber wieder Zweiter und haben die Joker Lab, das ist gut. Der Nagi muss noch in die Joker Lab. Das heißt, wenn wir jetzt vorne bleiben, können wir ihn abhängen. Ist natürlich blöd hier, dass das schon wieder ein halbes Destruction Derby ist. Ich würde auch gerne mal diese Rallycross-Rennen machen, ohne dass das ein halbes Destruction Derby wird. Warte mal, muss ich zurückspulen. Vielleicht habe ich da auch einen Schlag auf die Achse bekommen, wenn ich so hart in die Wand einschlage. So, sieht aber noch ganz gut aus. Okay. Okay.
Okay. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oder bremsen sei Dank. Es klappt immer noch mit dem Fahren. Haha. Schön eingeschlagen, schön die Windschutzscheibe kaputt. Aber Lenkung scheint es nicht getroffen zu haben. Aber die Bremsen dafür. Wir werden weitaus stärker bremsen. So, warte mal, wir landen. Also gleich auf die Bremse. So, und rum, Gas geben. Und da haben wir Nagi überrundet. Also überrundet, aber überholt in einem guten Manöver. Erste oder zweite Runde? Ich würde ja mal sagen, die zweite Runde ist das beste. Ist die beste geeignete Runde dafür, immer die Joker Lab zu nehmen auf dieser Strecke. Ist natürlich von Strecke zu Strecke unabhängig. Unabhängig, ne? Abhängig natürlich. So, und 20.000 Credits, meine Leute. Und dafür, dass wir nochmal dieses Rennen gut gefahren sind, mit unseren Einstellungen nochmal insgesamt 3.200 Punkte mal extra dazu. Jo, und wir sind fast bei 400.000 Credits. Mann, wir können uns doch mal, wenn wir dann, ja, ich würde mal sagen, in der guten Viererklasse, die ja morgen auch schon anfangen würde, abhängig davon, wie lange Mexiko dauert, können wir uns eigentlich ein gutes Auto leisten. Ich bin mal gespannt, wie teuer die Dinger sind. Wir machen jetzt erstmal ein Thumbnail und wir sehen uns dann wieder richtig nach dem Ladebildschirm. Bis gleich. So, schnipp, schnapp, rubbel die Katz. Wir sind auf Platz 303. Passt ja ganz gut. Sehr schön. Ach ja. Fassbinder. Da oben ist er. Klaus Fassbinder. Ha! Okay. Die haben mir wirklich die Namen eingebaut von Leuten. Das ist der Hammer. Ah. So, ein bisschen Zeit für die Aufnahme haben wir ja noch. Wenn ich das alles rauscutte, sind wir sowieso erst bei ein paar Minuten angelangt. Ich bin mir nicht sicher, wir werden mal gucken. Die werden wir in die Garage gehen. Nachher ist ja wieder ein schönes Video, was ich euch wieder spoilere. Darum werden wir das nicht machen. Händler. Kategorie. Was waren das? Irgendwas mit einer 4, ne? Ah, Klasse 4. Ja, das müsste die Klasse sein. Ich gucke mich gerade wild um. Ja, das müsste sie sein. So, in der Klasse 4. Da ist er. Für jede, die unten richtig geschätzt haben, richtig, es war natürlich der Abarth Rally. Wenn morgen auf jeden Fall einige schöne Autos auf uns warten und das Schöne ist, wir können uns auch auf jeden Fall den Stratos leisten. Auf jeden Fall der Alpine wäre natürlich auch eine schöne Sache. Das ist aber der Alpine ist natürlich der schlechteste. Ist ein bisschen schade, obwohl es ein Heckantrieb ist. Wir sind alle Heckantrieb hier. Der Peugeot 504 ist natürlich auch eine sehr legendäre Rallye-Maschine. Aber ich glaube mal, die Entscheidung wird sich zwischen den beiden hier treffen. Obwohl natürlich der Peugeot natürlich besser ist als der Abarth, ne? Ich bin nun mal Abarth-Fan, darum werden wir morgen wahrscheinlich... Ich weiß noch nicht, was wir morgen machen. Ich lasse mich überraschen. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, welches Auto ihr favorisiert. Leider ist das ja eine Aufnahmesession, darum ist das jetzt erstmal was anderes. Ja, der Stratos ist natürlich die Rallye-Maschine schlechthin, aber damit werden wir wahrscheinlich ordentlich was reißen. Ich würde nicht ungleich wieder alles gewinnen wollen, aber ich weiß nicht. Na gut, dann werden wir morgen erstmal schauen, ne? Ich werde mir sowieso erstmal einen Kopf machen, was für ein schönes Design da haben. Oh, ich freue mich schon, wenn wir hier Hill Climbing fahren. Ich freue mich schon so drauf, weil das ist gar nicht. Da werde ich ganz hibbelig. Gut, Leute, würde ich sagen, war es das für heute. Und ich würde mal sagen, tut mir leid, dass die Folge ein bisschen kürzer ist als sonst, aber... Dafür haben wir wieder zwei Goldmedaillen geholt. Ist auch mal was, ne? Mit wenig Einsatz, maximalen Gewinn gemacht. So muss es sein. Das ist Wirtschaft. Und das haben wir auch heute, glaube ich, ganz gut erreicht. Also, ihr seid die Besten. Ich bin euer Icehawk. Und richtig, macht immer etwas Sinnvolles. Ciao!